Hallo zusammen. Ranking meiner Glamshop Lidschattenpaletten. Ich habe 8 Lidschattenpaletten von Glamshop. Die meisten gibt es einfach so nicht mehr auf deren Website. Schaut einfach mal nach. Glamshop ist einfach immer toll, gerade in den Schimmertönen. Ja, ändert sich mein Ranking? Vermutlich ändert sich das 5-mal am Tag. Ich ranke jetzt gerade so. Ich bewerte jetzt gerade meine Lidschattenpaletten so. Kann sein, dass ich in 2-3 Monaten da ganz anders drüber denke. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Jahreszeit ist, welche Präferenzen man im Moment hat. Und so ist im Moment mein absolutes Ranking. Platz Nummer 8 ist die Ballonova Palette von Glamshop. Es ist eine sehr angehauchte Pastellpalette. Die Schimmertöne sind richtig, richtig schön. Die Mattentöne sind aber echt, naja, bei Mattentönen und Glamshop ist halt nicht immer das Beste zu erwarten. Und dabei ist es leider bei dieser Palette auch. Die Mattentöne sind wirklich eher schwach auf der Brust. Sie sind sehr pastellig gehalten, sehr kreidig gehalten. Aber trotzdem, ja, alleine durch die Schimmertöne bleibt sie einfach immer in meiner Sammlung und wird auch immer irgendwie benutzt werden. Und wie man auch sieht, ich habe hier schon ein Fändchen erreicht, weil ich den mal in einem Pendant Eyeshadow Spielchen drin hatte. Und ja, ich mag die Lidschattenformulierung, besonders aber halt die Schimmerlidschatten, weil matte Töne gibt es genug, irgendwo andere bessere. Bei den Lidschatten scheinen die halt so ein bisschen. Platz Nummer 7 ist die Abstrakia Palette. Das ist eine Palette mit einer Influencerin aus Polen, glaube ich. Wenn es nicht so ist, es ist auf jeden Fall eine Kollaboration gewesen. Das ist dieses schöne Stück. Das ist das schöne Stück. Ich meine, die gibt es auch noch auf der Website von Glamshop unter der Rubrik, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es die da irgendwo noch zu finden. Schaut einfach mal nach. Die ist ein wenig teurer, vermutlich auch, weil die halt in Kollaboration mit jemand anderes ist. Ich mag die Mattentöne recht gerne, denn man hat verschiedene Varianten von Mattentönen da drin. Der einzige Minuspunkt an dieser Palette ist dieser hier. Denn der ist sehr, sehr flaky. Der ist nichts Besonderes. Also man sieht auch, der hat nicht den schönsten Schimmer oder so, sondern der ist wirklich sehr seicht und sehr sanft und blendet sich halt sehr schnell weg. Da muss man wirklich einen Glitterglue, einen Glitterprimer drunter nehmen. Ansonsten, soll ich noch mehr dazu sagen, sind die Schimmertöne wirklich genial, ne? Also da lässt sich nichts dran rütteln, nichts dran machen. Glamshop und Schimmer und besondere Schimmertöne und so, die können das halt. Und gerade in Paletten oder so, wenn man schon passende Mattetöne dazu hat. Ich liebe Glamshop und ich werde von Glamshop nie loskommen. Ich werde auch Glamshop für immer in meiner Sammlung behalten und die sind einfach toll. Matte Töne sind so lala, Schimmertöne, da scheinen die einfach. Platz Nummer 6, 5 müsste das dann sein, ist die Medove Latte Palette. Wieso ist die auf nur Platz Nummer 5? Sind halt neutrale Töne drin. Sind viele neutrale Töne drin, aber die Schimmertöne, diese machen es natürlich mal wieder aus. Die Schimmertöne sind von hochmetallisch glänzend zu shifty Schimmertöne drin. Da sieht man das, glaube ich, auch, wenn man den so unterschiedlich hält. Die können das halt, ne? Auch wenn der noch nicht mal irgendwie besonders im Fändchen aussieht. Aber auf den Augen, da ist er einmal ausgeswatcht, wirkt der wunderschön. Der hat halt eine extrem starke Base und einen leichten grünen Schimmer drin. Und über das gesamte bewegliche Lid, ich kann dazu echt nur sagen, Hut ab, das ist auch ein Shifty Shade. Da sieht man auch noch immer den anderen, den ich mal versucht habe wegzumachen. Und der shiftet auch nochmal zwischen den einzelnen Farben her. Hier haben wir nochmal so einen silbereren Ton. Der glänzt halt mega, mega schön. Das sieht man, glaube ich, auch, oder? Und dann haben wir noch hier einmal diesen rötlicheren Ton, den pinkigeren Ton mit schönen, goldenen, etwas gröberen Sparkles drin, was das auch so Glamshop macht das halt aus. Ne? Also diese besonderen Sparkles, diese besonderen Shifts oder so, das ist Glamshop und dafür würde ich Glamshop immer wieder kaufen. Und ne, wie man sieht sofort sehr bunt und sehr wild aus. Ich mache das mal einmal kurz weg und dann machen wir weiter mit den anderen Paletten. Platz Nummer 5, Fioletti Palette von Glamshop. Eine wunderschöne lila Palette, die mich einfach immer wieder weghaut. Ich finde die Farbtöne total toll. Die Range von den lila Farben finde ich klasse. Es ist einmal ein kühler Lila drin, es ist aber auch ein warmes Lila-Tönchen drin. Und hier haben wir auch nochmal ein kühles Lila-Tönchen. Ich glaube, die gibt es so nicht mehr auf deren Website zu finden. Ich liebe sie einfach. Also kann ich nichts dran ändern. Ich finde die Fioletti Palette eine sehr, sehr, sehr gelungene Palette. Platz Nummer 4, Müsli Lover. Ich glaube, die habe ich
Anfang meiner YouTube-Karriere oder Karriere, wie auch immer, recht häufig in der Kamera gehalten. Das ist einmal eine sehr pastellig angehauchte Palette. Diese mittlere Reihe an matten Tönen ist sehr, sehr pastellig. Man meint, man würde da ein bisschen mehr Farbe auf den Augen kriegen, kriegt man aber nicht. Also die ist wirklich sehr seicht und sehr sanft angehaucht. Die Schimmertöne sind einfach genial. Man bekommt nicht das, was man jetzt im Fändchen sieht. Da muss man ein wenig aufpassen, denn die Base ist sehr, sehr seicht, sehr, sehr sanft. Man bekommt aber diesen geilen Shift. Und der hat sich mal gewaschen, denn ich glaube, man sieht, wie krass die glänzen und wie krass die einfach schimmern. Und das bekommt man halt auch vorsichtig, ich muss vorsichtig schon sein, auf dem Auge rüber. Und da ist wirklich jeder Shift irgendwie vorhanden. Man muss nur halt gucken. Das ist auch noch wunderschön. Der dunkelbraune, dass der nochmal in verschiedenen Varianten und Farben hin und her switcht. Also man bekommt wirklich jede Art von Schimmer irgendwie geboten. Das ist ein wunderschöner Inner Corner Ton. Der ist auch so ein bisschen, Satin-Finish-mäßig. So ein bisschen Richtung der Harlequin Palette, nur nicht ganz so krass glitzernd, jetzt wie in meinem Inner Corner gerade, wie ich in meinem Inner Corner gerade trage. Aber doch, ich mag diese Formulierung und man sollte halt nur nicht mit den unbedingt überall hinfahren, hintraveln, weil die halt sehr extrem schnell bröseln und kaputt gehen. Also nicht fallen lassen, dann sind sie kaputt. Platz Nummer 3. Ich liebe einfach Grüntöne auf meinen Augen. Auch wenn ich nicht unbedingt Grüntöne auf meinen Augen tragen kann, finde ich Grüntöne eigentlich immer schick. Und das ist die Nearsley Slotko Palette. Das ist die zweite Grüntonvariante, die sie rausgebracht haben. Und das ist der Wahnsinn. Das ist ein grüner Ton, der mit Rosa shiftet. Also unter besonderen Umständen, ich weiß nicht, welche Farbe ihr jetzt seht, sieht man halt komplett diesen rosa Shift. Der hat aber so eine leicht grünliche Base und das ist wahnsinnig. Dann haben wir hier nochmal einen anderen Ton drin, wo man meint, der aus der Midova Latte Palette und dieser wären gleich. Sind sie aber komplett gar nicht, denn der shiftet einfach nochmal ein bisschen mehr grün und sparkelt auf jeden Fall noch 10-mal mehr als aus der Midova Latte Palette. Und die anderen Schimmertöne sind halt auch der Wahnsinn, also Schimmertöne können sie, ne? Platz Nummer 2 ist die Sorbetti Palette aus der gleichen Reihe wie die Müsli Nova Palette. Das ist, meine ich, die 70er-Jahre Kollektion gewesen. Könnte auch sein, dass die noch auf deren Website vorhanden ist und das ist mein Inhalt. Die ist halt ein bisschen dunkler, ein bisschen quietschiger, ein bisschen mehr Wham-Bam-Farbe da und hat nochmal irgendwo doch nochmal andere Shifts irgendwo drin. Also das ist hier irgendwie ein wunderschöner Shifty Shade. Den habe ich noch gar nicht so oft getragen. Den müsste ich eigentlich mal tragen. Das ist dieser untere, der shiftet zwischen einem Rosa, dann geht er über in so einen Orange und hat aber eher so eine grünliche Base, also wahnsinnig. Oder auch dieser Uhu-Ton, der ist einfach krass. Den packe ich mal hier vorne hin. Der, ich glaube, man sieht es, der glänzt, der shiftet zwischen Pink, zwischen einem Bronzeton hin und her und man weiß gar nicht, was man zu den Farben sagen soll. Außer, die sind echt besonders, die sind echt knallig, die glänzen auf den Augen. Man muss ein bisschen gucken, wie man sie für den ganzen Tag machbar hält. Manche Töne sind ein bisschen cremiger, da würde ich empfehlen, eine trockene Base zu benutzen. Bei manchen, die so ein bisschen dünner von der Texturierung sind, eher so ein bisschen Glitterglue drunter zu machen. Funktionieren aber auch zum größten Teil wirklich ohne irgendwie eine besondere Base. Also muss man wirklich gucken, wie man das am besten hinkriegt. Platz Nummer 1, alleine, ja, weil sie so viele matte Töne drin hat, jetzt mal was ganz anderes, ist die Slotko Kvasna oder so, wie die heißt, kann ich noch nicht mal richtig aussprechen. Ich hoffe, ich verhunze die Namen nicht zu doll und ansonsten, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, ich kann kein Polnisch. Ja, die hat nämlich einfach mal mega schöne Schimmertöne drin, wirklich von besonderen Shifty Shades, wo einfach mal Lila und Grün kombiniert wurde, zu diesem eher Standardgrün Multi-Duochrome, was auch immer, wie auch immer man das beschreiben soll. Aber was sagt er denn dazu? Oder aber auch dazu, also die Farben sind richtig, richtig krass und das sind einfach mal matte Töne, die, glaube ich, Richtung Sommer mega funktionieren, so als One, ein Lidschattenton oder halt kombiniert mit den beiden oder so, finde ich genial. Da gibt es einfach nochmal mehr Kombinationsmöglichkeiten. Dadurch, dass sie zwei dunkle Farben drin hat, einmal lila, einmal so ein schönes Aubergine, die hat wirklich schöne neutrale Töne drin, aber auch den Punch von den einzelnen Schimmerlidschatten und das ist im Moment mein Platz 1. Ich habe so ein bisschen debattiert zwischen Sorbetti oder aber auch Müsli Lova oder auch Nearsley Slotko. Also die letzten vier Plätze sind echt so ein bisschen variabel. Das kommt immer auf
mein Gefühlsleben an, wie ich gerade so die Paletten gerne haben möchte oder wie ich gerade so drauf bin und welche Farben und welches Wetter draußen ist im Prinzip. Ja, hättet ihr anders gerankt? Sagt mir gerne euer Ranking. Habt ihr überhaupt schon Glam Shop ausprobiert? Ist Glam Shop eine Marke, die ihr irgendwie auf dem Schirm habt oder ist das eine Marke, die ihr noch gar nicht kanntet? Ich lasse einfach mal die Website unten in der Infobox. Ich verdiene da gar nichts dran. Also Glam Shop kennt mich nicht. Ich habe einfach nur Glam Shop letztes Jahr irgendwann lieben gelernt. Ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Liked, abonniert und macht, was ihr wollt. Tschüss und schönen Tag noch.